Hey Freunde, ich bin's Benedikt vom Juwelier Alter. Herzlich willkommen zu unserem Livestream. Freitag, 19 Uhr, Alter Live, so wie es sich gehört. An alle da draußen, die jetzt live einschalten oder die später einschalten, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Livestream, wie jeden Freitag, 19 Uhr. Es ist wieder eine weitere Woche hinter uns. Wir haben viel geschafft. Ich habe relativ viel geschafft, muss ich sagen, diese Woche. Da gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Und ich hoffe auch, dass ihr eine gute Woche hattet. Alle in den Kommentaren, auch an euch, liebe Grüße. Schön, dass ihr auch da seid. Ja, schreibt mal Hallo, liebe Grüße. Boa tarde para Brasil. Um bom live, bem-vindo. Und ja, an alle in Köln, in ganz Deutschland, egal wo ihr seid, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich sehe schon, es trudeln gerade ein paar Leute ein. Schön, dass ihr am Start seid. Lass uns direkt loslegen. Es gibt wieder ein paar Themen, die ich vorbereitet habe, aber natürlich, wir dürfen nicht die Formalien vergessen. Das kommt ja schon mal vor, wenn ich manchmal die Gäste drin habe. Also das Wichtigste zuerst, der Wrist-Check. Sagt mir, was habt ihr am Handgelenk? Ihr seht hier, es ist nach wie vor, ich muss ja hier so halten, es ist die Aquaterra von Omega, nach wie vor sehr, sehr zufrieden mit der Uhr. Schreibt es gerne rein, ich gehe gleich drauf ein, was habt ihr am Handgelenk? Würde mich sehr interessieren und haut mal raus. Auch nicht zu vergessen natürlich, neben dem Wrist-Check, auch das ist mir letztes Mal durchgegangen, es geht heute auch wieder, wir haben ja Freitagabend, Feierabend, es ist ein Kölsch, ein Reisdorf-Kölsch am Start. Ich hoffe auch, ihr habt euer Wochenendbierchen oder euer Feierabendbierchen am Start. Auch mit dem Kölschglas, wie sich das gehört. Wunderbar. Zum Wohl, ja, auf eine neue Woche. Schön, dass ihr da seid. Super. Die Kommentare fliegen auch schon rein. Ich sehe hier Panerai, Takoya Aquaracer, Breitling, Seiko Prospex, Rolex Explorer 2 Polar. Cool. Und auch schon eine ganze Reihe an Menschen dabei. Schön, dass ihr da seid. Was habe ich heute vorbereitet? Ich habe ein paar Themen. Ich würde gleich gerne kurz auf etwas eingehen, wo ich diese Woche war. Da gehe ich gleich drauf ein. Ich war nämlich in Frankfurt. Aber ich habe, und das wird langsam echt zur Routine, ich habe wieder einen Gast dabei, der spontan eben gesagt hat, hey, lass uns doch mal eben zusammen live gehen. Der weiß, dass wir Freitag 19 Uhr auf YouTube live sind, die Altair Community. Ihr habt ihn auch schon kennengelernt. Und zwar diese Woche habe ich das zweite Video dazu hochgeladen. Es war diese Woche Mont Blanc, die Gentleman's Essentials, und wir haben auch schon mal gemeinsam die Breitling vorgestellt. Ich habe hier heute im Stream den Luca. Hi. Na? Oh. Luca, mir fällt gerade tatsächlich auf, dass ich durch dieses Mikro, was ich hier gerade dran habe, dich nicht hören kann. Das nur mal so vorneweg. Aber das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Wir verstehen uns auch blind. Das haben die Leute auch in den Kommentaren gesagt. Das ist ganz gut angekommen. Deswegen würde ich jetzt einfach ganz kurz das Ding durchziehen und dann gleich nach deinem Kommentar fragen. Und dann machst du das, okay? Das ist jetzt ein bisschen improvisiert. Wir sind halt eben live. Hören mich denn die Leute? Die anderen können dich wahrscheinlich hören. Das können sie mal eben reinschreiben. Aber ich lege einfach los, und zwar habe ich heute Neuheiten für euch dabei. Ihr habt es auch im Titel gesehen, und zwar, ich habe es eben auch auf Instagram schon mal angeteasert, ich habe sie heute abgefilmt, damit ich dazu auch Videos für euch machen kann. Und zwar habe ich folgende Neuheiten für euch dabei, genau, zum Wohl. Und zwar habe ich zum einen die Breitling Top Time, eine absolut top Chronographenuhr. Ich weiß, das ist auch ein bisschen schwierig hier. Deswegen habe ich mich nämlich vorher gut darauf vorbereitet und habe ein paar Sequenzen aufgenommen. Es ist eine tolle Uhr, inspiriert aus den Top-Time-Modellen der 60er Jahre. Damals Willy Breitling, ich habe schon ein paar Mal von Willy Breitling erzählt, der hat damals das Unternehmen übernommen und hat es umgestaltet, weg von den technischen Chronographen, diesen Instrumenten, hin zu den stylischen Uhren. Und damals ist dadurch dann die Premiere-Edition entstanden und eben auch dieses Top-Time-Modell. Genau, dein Wrist-Check, Luca, den kannst du auch mal eben zeigen. Was hast du am Start? Wow, das sieht massiv aus. Richtig starkes Teil. Ist das deine Urlaubsuhr? Der Luca fährt übrigens am Wochenende in Urlaub. Die nimmst du, glaube ich, nicht mit, oder? Doch. Nach Griechenland. Doch. Nice. Doch. Jetzt ganz kurz zur Top-Time. Ich habe hier ein paar Sequenzen aufgenommen. Ich lasse einfach das Material mal abspielen. Hier seht ihr also den Wrist-Shot.
wunderschönes Ziffernblatt. Man nennt das Zorro-Ziffernblatt. In dieser Variante komplett neu. Das gab es also in der Vergangenheit, gab es schon einzelne Elemente, aber so wie es jetzt hier interpretiert wurde, gab es das noch nicht. Auch mit diesen roten Akzenten, den roten Zeigern, die gefallen mir richtig gut. Und dieses Wildlederarmband, ich hoffe, das kommt hier rüber. Das ist echt der Wahnsinn. Also echt eine tolle Uhr. Der Daumen geht schon hoch. Ihr seht das da schon. Ich habe noch ein bisschen mehr Content für euch. Und zwar hier nochmal so ein Hands-on aus der nächsten Nähe, wo ihr einfach seht, auch dieses Wildlederband. Ich finde, das ist wirklich gelungen. Wirklich eine tolle Uhr. Baut relativ hoch auf mit 14 mm und 42 mm im Durchmesser. Aber nichtsdestotrotz echt eine coole Uhr. Sportlich, stylisch, es ist nicht sehr funktional, wir haben hier nur zwei Totalisatoren, wie ihr gesehen habt, aber die haben es in sich und zwar habe ich hier mal so ein Close-Up, guckt mal hier, mit einer Schallplattenrifflung, wunderschönes Teil, also gefällt mir persönlich richtig gut und ich finde auch dieses Zorro-Ziffernblatt im Zorro-Ziffernblatt richtig nice. Wie gefällt die dir, Luca? Ja, also grundsätzlich, die Uhr baut oder ähnelt ja schon dem klassischen Uhrmodell sehr, was ich aber gut finde, also es ist sehr, sehr gut inszeniert, gut gemacht. Ich bin ein absoluter Fan auch von diesem Breitling-Logo, hatte ich ja schon mal gesagt, von dem alten. Ich mag auch das Neuere oder das, was es jetzt so in den 90ern, 2000ern immer gab oder auch in den 80ern. Aber das alte von Willy Breitling, sehr cool. Ich mag dieses Panda oder Zorro da, besser gesagt. Ist so ein bisschen auch, man sieht es nicht oft. Ne? Also man kennt nicht viele Uhrenmodelle, die das hat, die dieses Blatt hat, diese Variante. Und das Tolle ist, die Top Time ist auch einer der Breitling-Modelle, die ja eigentlich sehr berühmt gewesen ist, gerade so in den 60ern, 70ern. Ich meine auch in einem Bond-Film. Ich meine in Man lebt nur zweimal, glaube ich. Ne? Ich glaube, da hatte der Sean Connery auch eine Top-Time. Ich glaube nicht dieses Modell, aber er hatte eine Top-Time. Das ist sehr cool. Ich höre dich tatsächlich gerade nicht. Auf jeden Fall. Aber du machst das gut. Das sieht auf jeden Fall überzeugend aus und du weißt, wovon du sprichst. Die Leute, die wirklich sagen, eine geile Breitling, aber ein Vintage-Look, wird, glaube ich, stark. Glücklich. Also hier nochmal eine Sequenz von näher dran. Das ist auch das Letzte, was ich euch zeigen will. Danach geht es nämlich auch weiter. Ich lade ja auch noch ein Video von der Uhr hoch, sodass ihr da jetzt noch nicht zu viel gesehen habt. Aber ich glaube, ihr kriegt schon mal einen ganz guten Eindruck von dieser ganz speziellen Uhr, die Breitling dieses Jahr neu aufgesetzt hat. Auf 2000 Modelle leider limitiert. Also wir haben da nicht den endlosen Zugriff drauf. Aber ich bin froh, dass ich sie hier hatte und euch eben präsentieren konnte. Eine weitere Uhr, die ich für euch dabei habe und die ich auch heute abgedreht habe, ist die neue Tag Heuer Monaco. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber diese Woche hat Tag Heuer eine neue Monaco vorgestellt. Und ich habe tatsächlich, die wurde direkt schon ausgeliefert. Und hier seht ihr sie, die niegelnagelneue Monaco an einem richtig tollen Stahlband. Also das wirklich ein Upgrade. Also ich finde, ich fand das Lederband schon cool, aber hier an dem Stahlband wirkt diese Monaco echt nochmal ganz klasse. Also grundsätzlich ändert sich da nicht viel, muss man sagen, an der Uhr. Aber dass sie jetzt mit einem Stahlband kommt und vor allem mit einer tollen Schließe, vielleicht seht ihr das hier, so eine Butterfly-Schließe, echt eine tolle Schließe. Auch dazu habe ich euch natürlich ein bisschen Content mitgebracht, weil ich weiß, dass die Kamera hier jetzt nicht optimal ist. Lasst mich euch das mal ganz kurz zeigen. Hier seht ihr also den Wristshot, den Wristroll. Tolle Uhr. Ich finde immer wieder die Tag Heuer Monaco, die wirkt für mich einfach so einzigartig, weil man, ja, viereckige Uhren gibt es halt nicht so viele. Und dann an dem Band mit diesen Center-Links, die poliert sind, du hast diese H-Links drumherum, wirklich sehr gelungen. Jetzt in dem Fall haben sie die Krone auf die rechte Seite gepackt. Bei der anderen, wo nur Heuer, das Heuer-Logo drauf ist, hat man die, oder ursprünglich in 1969 ja vorgestellt, war die auf der anderen Seite. Nur um zu beweisen, hey, wir brauchen die nicht mehr, um aufzuziehen. Das war ja, die war ja mit im Rennen um den ersten Automatikchronographen. Und da haben sie dann die Krone auf die andere Seite gepackt, weil sie gesagt haben, ah, die brauchen wir jetzt gar nicht mehr, die Krone. Jetzt sind sie hier ein bisschen praktischer geworden. Da ist das Heuer 02 Manufaktur. Ich zeige euch das mal kurz hier. Tolles Manufakturkaliber. Auch da 80 Stunden Gangreserve, eine super Gangabweichung. Ich habe die mal in der Carrera gemessen. Den Tri-Compax mit 3, 6, 9 Anordnung. Echt eine tolle Uhr. In halt diesem stylischen Design findet man wirklich nicht häufig. Und mir persönlich gefällt sie gut. Ganz kurz, letzter Punkt, bevor ich Lukas Meinung noch reinhole. Ich finde hier dieses Saphirglas, was so boxmäßig aufgesetzt ist auf der Uhr,
das ist für mich sehr, sehr gelungen. Also es handelt sich ja auch hier um eine Neo-Vintage-Uhr aus 1969, wie gesagt. Und das, finde ich, sieht man genau daran. Diese Flanken, das Design an sich ist ja sehr, sehr eigen, aber trotzdem mit diesem Box-Style aufgesetzten Glas. Ich persönlich finde es gut. Wie siehst du das, Luca? Ja, ich muss gerade lachen, der Hund jault hinten schon. Ist okay. Also, ich habe ja selber auch ein Monaco-Video mal gemacht und ich muss sagen, die Monaco ist wirklich was Spezielles, was Besonderes. Auch da wieder eine Reedition oder beziehungsweise eine Weiterführung einer Uhr, die ein absoluter Klassiker ist. Und für Leute, die sagen, also eine Monaco ist eine Uhr, für die, die sagen, ich habe schon verschiedene Uhren, zwei, drei Uhren und ich möchte jetzt noch einen Klassiker haben als Chronograph, der dabei heraussticht. Jetzt mit dem Stahlband, sehr cool, weil ich finde, das Stahlband habe ich so in der Form, zumindest jetzt, wenn ich mich so dran erinnere, noch nie gesehen. So mit dieser Gliederung und innen drin. Sieht schon sehr gut aus. Mit Butterfly-Schließe. Cool. Hat was. Also ich bin mal gespannt, ich gucke es mir später an und höre mir an, was du gesagt hast. Also danke dafür. Aber ja, das waren so die zwei Neuheiten, die ich gerne heute für euch mitbringen würde. Ich würde ganz kurz vorschlagen, Luca, wenn du raus musst, sag gerne Bescheid. Ansonsten würde ich kurz durch die Kommentare gehen und gucken, was die Community so zu der Uhr sagt. Und zwar Daumen hoch, Pullover, dem Luca muss sehr kalt sein, genau. Ne, Luca, dir ist wahrscheinlich kalt mit der Mütze. Ja. Fucking cold outside. Okay, alles klar. Keine Swearwords, bitte. Wasser, geile Kombo mit euch beiden. Schön, also das ist schön, dass ihr das auch so seht. Ich komme super gut klar. Der Luca hat echt Ahnung von Uhren und ist auch so ein bisschen Rampensau, sag ich mal. Deswegen, das ist sympathisch. Grüße aus Wien zurück. Tolle Uhr. Ah, total tolle Uhr. Knaller Teil. Ich liebe die 70er. Gefällt mir nicht. Die Zorro, okay, ja, kann ich mir vorstellen, ist halt polarisiert halt schon, ne? Mhm. Schaut klasse aus, am Stahlband finde ich auch. Also da muss ich wirklich sagen, das ist ein Upgrade meines Erachtens. Das war, glaube ich, auch die größte Neuerung jetzt in der neuen Monaco-Serie mit natürlich dem Heuer 02 Manufakturkaliber, aber richtig starke Uhr. Die alte Monaco ist auch so hoch. Das ist von den Gehäusekombinationen hat sich da nichts geändert, muss ich dazu sagen. Die Monaco, da habe ich jetzt noch was gesehen, Moment, die Monaco ist leider gar nicht mein Fall, wie eckige Uhren im Allgemeinen, das Metallband ist dennoch wirklich gelungen und steht der Monaco sehr gut. Ja, viereckig, nee. Okay, erste Monaco mit hauseigenem Werk, denke ich. Ich glaube, die haben mit der Monaco-Kollektion schon mal ein paar Sachen ausprobiert. Die hatten auch so ein V4-Werk, was so funktioniert hat wie ein Automotor tatsächlich, aber auch das Heuer 01 war, glaube ich, verbaut. Richtig? Du nickst, alles klar. Die Monaco ist sehr schön, geiles Teil, super. Ja, schön. Schön, dass ihr die auch gut findet. An der Stelle würde ich sagen, Luca, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dabei warst. Am Sonntag geht's in Urlaub, erhol dich gut, komm gut erholt zurück und wir telefonieren. Mach's gut, Grüße, ja? Grüße an alle, danke dir. Ciao. Ciao. So, wie gesagt, das war jetzt wirklich live improvisiert. Live improvisiert. Wie gesagt, ich habe es nicht gehört. Ich hoffe, das war in Ordnung, was er erzählt hat. Aber ja, immer wieder nett. Schön, dass ihr das auch so gut findet. Das freut mich sehr. Ich hatte euch angekündigt, ich habe diese Woche was gemacht. Ich war unterwegs. Und zwar war ich in Frankfurt. Ihr erinnert euch, vor zwei Wochen saßen wir hier und wir hatten die Sabine Kleiter mit im Call. Und wir haben uns auch getroffen. Das hatte ich ja angekündigt. Also ich war diese Woche bei Sinn Spezialuhren. Sinn ist für mich, nicht nur, weil es eine deutsche Marke ist und jetzt tatsächlich noch mehr nach diesem Besuch, eine richtig tolle Marke. Das sind 130 Menschen, die da arbeiten in Frankfurt und die feinste Uhren bauen. Ich habe viel mitgenommen. Ich werde davon noch ein Video machen, auf jeden Fall. Ihr werdet das alles sehen. Ich habe zwei Sequenzen dabei, die ich euch heute gerne zeigen würde. Aber meine grundsätzlichen Impressionen waren nicht nur vorher schon, dass das tolle Uhren sind, dass da super klasse Modelle dabei sind, Fliegeruhren wie Taucheruhren. Aber was ich dann nochmal gemerkt habe, ist, dass die eine Leidenschaft fürs Handwerk haben. Und das Handwerk ist wirklich eine der Sachen, die ich an unserer Industrie am meisten schätze. Und das habe ich wirklich da zu schätzen gelernt. Und außerdem ist es ein extrem innovatives Unternehmen. Die kommen immer mit neuen Technologien um die Ecke. Der Geschäftsführer und auch Gesellschafter Lothar Schmidt hat tatsächlich viele Innovationen selbst angestoßen. Der ist Diplom-Ingenieur, war vorher bei IWC und dann eine Weile bei Lange und Söhne
und hat wirklich viel, viel Innovation in den Laden gebracht und war sehr sympathisch. Und ich möchte euch jetzt gerne zwei Sequenzen zeigen, die ich aufgenommen habe. Und zwar wurde ich rumgeführt, ich habe die Fabrik sehen dürfen, ich wurde mitgenommen und habe mit einem Uhrmacher gesprochen und auch andere Dinge gesehen, die zeige ich euch gleich auch noch. Aber was ich euch gerne zeigen würde, ist zum einen, wie hier ein 7750 vom Uhrmacher zusammengebaut wird. Wir haben uns ein bisschen Zeit genommen, ein bisschen über Uhrwerke gesprochen, ein bisschen über die Handwerkskunst gesprochen. Und das hat wirklich wieder Spaß gemacht. Die Sinn an sich baut im Jahr knapp 15.000 Uhren und das mit 14 Mann. Das heißt, man muss sich mal vorstellen, das ist die arbeiten richtig hart, diese Menschen da, an vielen, vielen Uhren. Plus, du musst nicht nur das Uhrwerk zusammenbauen und die Uhr an und dann, ich sag mal, das Uhrwerk mit dem Gehäuse kombinieren, sondern dann muss das getestet werden, Kältetests, Wärmetests, Drucktests, Wahnsinn. Also das habe ich noch nie gesehen und muss ich wirklich sagen, hat wirklich Spaß gemacht und ein super Insight. Danke an der Stelle, falls jemand von Sinn zuhört und auch an Sabine Kleiter vor allem, die das Ganze organisiert hat. Richtig, richtig cool. Das war jetzt das Uhrwerk, das war in der Fabrik. Wie gesagt, dann werden die Tests durchgeführt. Ihr werdet das alles im Video noch genau sehen. Was ich aber auch noch sehen durfte, ist, wie die Gehäuse aufgearbeitet werden. Bei Sinn ist es so, wenn du eine Revision machst, dann wird das Uhrwerk auf jeden Fall aufgearbeitet, auseinandergenommen und aufgewertet. Aber beim Gehäuse, bei der Politur, kannst du selber entscheiden, ob du das machen willst oder nicht. Und ich habe den Menschen kennengelernt, der tatsächlich alle Gehäuse aufarbeitet, die bei Sinn durch die Revision gehen. Super sympathischer Kerl, der wirklich auch für sein Handwerk lebt. Und hat mir dann gezeigt, wie er ein Gehäuse erst poliert hat, was dann später perlgestrahlt wurde. Sinn arbeitet viel mit so perlgestrahlten Oberflächen. Und ich zeige euch jetzt einmal hier, wie er eine Oberfläche am Gehäuse, oder das ist tatsächlich jetzt am Gehäuseboden, poliert. Dass das wirklich alles von Hand gemacht wird, an Maschinen, also handgeführt. Er setzt da an den Schlitten. Es ist keine Neuproduktion, sondern es ist was Altes. Das sind gebrauchte Gehäuse. Leg und den jedes auf. Gehäuse hat eine andere Patina, andere Fehler, andere... Wirklich beeindruckend. Diese Scheibe, die sich da dreht, gibt es in verschiedener Körnung. Das ist alles Handarbeit. Er muss das mit Augenmaß einsehen und sagen, okay, der Kratzer ist so groß, so tief, wir müssen das und das Papier anlegen. Wirklich, es ist pure Handarbeit und erst wenn er sagt, ja, okay, das passt für mich, dann geht der Prozess weiter. Also das finde ich wirklich immer wieder, da muss man sich wirklich mal überlegen, jede Uhr, die wir am Handgelenk tragen, wenn die aus der Revision kommt, die Leute haben sich da wirklich, die haben die in der Hand gehabt, das ist nicht maschinell, sondern das ist wirklich Handwerk und das hat mir persönlich wirklich, hat mich sehr beeindruckt und dann wurde mir auch gezeigt, wie dann so eine Perlstrahlung stattfindet. Fand ich wirklich beeindruckend. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch habt, aber ich bin bei sowas einfach fasziniert, weil was Menschen mit ihren Händen machen, finde ich richtig klasse. Ich sehe hier schon in den Kommentaren, Sinn fand ich auch direkt nochmal viel sympathischer nach der Uhrtalk-Folge. Genau, klasse, auch den Podcast, die von euch, die es noch nicht kennen, Spotify kennen wahrscheinlich die meisten, Uhrtalk, die Sabine Kleiter war auch beim Mr. Nicewatch, beim Christian im Uhrtalk, super, super Beitrag auch an der Stelle, vielen Dank. Bietet Sinn auch Besichtigungen für Normalsterbliche an? Ja, das machen sie tatsächlich. Ist jetzt aber wegen Corona schwierig, weil die ganzen Räume darauf nicht ausgelegt sind und das logistisch ein bisschen problematisch ist. Dieses Jahr kommt man da leider nicht mehr dran, aber mir wurde gesagt, dass sie es auf jeden Fall machen und das lohnt sich auch. Also es ist ein tolles Gebäude. Die haben nicht nur die Fabrik, wo sie dann eine Führung machen, aber noch eine kleine Präsentation bekommen zu dem Unternehmen, aber auch einen Shop, also einen Verkaufsraum, wo alle Modelle drin sind. Das hat mich auch wirklich beeindruckt. Dann habe ich ein paar schöne Bilder von Modellen gemacht, die man halt nicht jeden Tag so ans Handgelenk kriegt. Coole Sequenz, bitte mehr spannendes Thema zu Uhrenhandwerk. Danke dir, super, freut mich. Bis auf die Zeiger finde ich die Sinnuhren klasse. Funktion, Design passen sehr gut zusammen. Ja, Zeiger, also gibt es solche und solche. Auch da unterscheiden sich ja die Modelle. Finde ich wirklich, ja, danke dafür. Sehr gute Handarbeit. Deshalb ist Uhrmacherei Kunst. So sehe ich das auch. Finde ich gut. Schön. Das war also Sinn. Freut euch da bitte auf mehr. Ich werde dann das Video, das werde ich noch
in Ruhe aufnehmen, sodass ich das, was ich da gelernt habe, ich war wirklich den ganzen Tag da, das anständig wiedergebe und dann mit den richtigen Sequenzen ausspiele. Die Innovation will ich euch ein bisschen näher bringen, die Sinn da wirklich an den Tag legt. Und das hat mich sehr beeindruckt und ich hoffe, das kommt dann auch später in dem Video rüber. Super. Ein Thema, was ich noch habe, ich bin so ein bisschen jetzt auch in eigener Mission unterwegs. Ich habe mir heute überlegt, am Montag habe ich einen Livestream gemacht zum Thema, was glaubt ihr, welche Uhr sollte es sein, die Moonwatch oder El Primero? Sicherlich polarisierend. Beide Uhren haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Aber worum es mir ging, ist, ich hatte einen Kunden, der stand vor dieser Entscheidung. Und was ich machen wollte, ist, ich wollte euer Wissen anzapfen. Das ist so eingeschlagen, wie ich es mir gar nicht besser hätte vorstellen können. Ihr habt eure Meinungen reingebracht und das hat wirklich extrem geholfen. Vielen Dank an der Stelle dafür. Und das würde ich gerne nochmal machen, weil ich weiß, ich persönlich bin so lange noch nicht dabei in dem Uhrengeschäft, auch was Juweliergeschäft angeht. Ich bin noch keine 30, deswegen habe ich jetzt noch nicht so viele Uhren beim Juwelier kaufen dürfen. Jetzt habe ich natürlich die Seite gewechselt, aber ihr habt teilweise richtig viel Erfahrung. Und was ich gerne wissen würde, ist, was macht einen modernen Juwelier aus? Ihr merkt, Alther und auch in meiner Person, wir versuchen viel Neues reinzubringen. Wir versuchen viel anders zu machen. Wir versuchen vor allem mit euch in Kontakt zu kommen und hier den Spaß auch an der Sache zu haben. Aber was mich trotzdem interessieren würde, ist, was glaubt ihr, können wir noch besser machen? Oder wie können wir uns noch besser aufstellen, um einfach der Zeit gerecht zu werden? Weil das Konsumentenverhalten ändert sich. Man kauft Uhren heutzutage ganz anders. Ich merke zum Beispiel, die Leute setzen sich vielleicht viel mehr damit auseinander, gehen viel tiefer in die Materie rein. Und da würde mich wirklich interessieren, was sind eure Erfahrungen positiver und vielleicht auch negativer Natur beim Juwelier? Was sind Do's, was sind Don'ts und was können wir zum Beispiel direkt machen, um wirklich da besser zu werden? Weil gerade jetzt zum Weihnachtsgeschäft hin ist das wirklich wichtig, auch, dass wir da ein gutes Service-Level halten und auch einfach, ja, begeistern. Das ist am Ende das. Wir sind ein kleiner Juwelier, wir sind sehr traditionsreich, wir sind ein kleines Team, auch ein junges Team, habt ihr ja jetzt ein paar Mal schon gesehen und deswegen müssen wir uns weiter verbessern. Aber wenn ihr unsere Community quasi so ihren Beitrag leisten will und kann, dann würde ich mich da sehr drüber freuen. Also feuert gerne mal los. Was würdet ihr noch sagen? Dazu noch kurzer Nachtrag, wie hat der Kunde sich denn entschieden? Der hat sich noch gar nicht entschieden, der kommt vorbei. Man muss natürlich beide Uhren auch einmal gesehen haben, aber er war, glaube ich, letzte Woche erkältet und wenn er dann wieder fit ist, kommt er vorbei und dann halte ich euch auf dem Laufenden, wohin der Groschen am Ende gefallen ist. Super, hier noch Nachträge zu Sinn. EZM 1.1, immer noch eine meiner Lieblingsuhren, allerdings stark limitiert gewesen, daher auf Zweitgebrauchtmarkt leider immer noch sehr teuer. Ja, das ist manchmal so, aber Sinn hat die Preise auch im Griff, was ich an der Stelle sehr positiv finde. Ein guter Juwelier sollte gebrauchte Uhren eintauschen. Das notiere ich mir, das notieren sich auch meine Kollegen. Direkter Kontakt, zum Beispiel direkt zu dir via WhatsApp oder andere Medien, finde ich klasse. Das freut mich zu hören. Das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, den persönlichen Kontakt zu euch zu suchen und so kurze Wege wie möglich und so persönlich wie möglich. Das war bisher so das Erfolgsrezept, würde ich sagen. Aber schön, dass du es auch bestätigst. Danke dafür. Ich finde euer bisheriges Konzept in Verbindung mit YouTube echt gut. Danke dafür. Das bestätigt mich, bestätigt uns. Ich glaube, eure Resonanz gibt uns da auch recht. Faisal is from Kuwait. Welcome, Faisal. Nice that you're here. Cheers. This is our afternoon after work beer talking about watches. Cool. Ja. Ansonsten haut gerne raus, erzählt gerne, was euch noch so einfällt, welche Impulse ihr uns noch mitgeben würdet. Kunden auf Augenhöhe bedienen und genügend Fachwissen in Bezug auf Kaliber mitbringen. Guter Punkt, also da bin ich auf jeden Fall bei dir, auf Augenhöhe immer. Ich glaube, wenn man bei uns reinkommt oder auch so, wie ich jetzt hier sitze, wir versuchen sehr nahbar zu sein, wir sind sehr nahbar, glaube ich, würde ich sagen, bei den Kalibern das Fachwissen zu haben. Wir haben dafür den Uhrmachermeister und auch die Uhrmacher. Alle Kaliber immer zu kennen, ist nicht ganz so easy. Das ist, wir arbeiten da dran und ich versuche auch immer, das Wissen aufzuarbeiten. Manchmal erwischt man mich oder uns aber auch auf dem kalten Fuß, da muss ich ganz ehrlich sein. Ein moderner Juwelier braucht ein sympathisches Gesicht, so wie dich. Oh, vielen Dank, Henry, das weiß ich sehr zu schätzen. Das bedeutet mir viel. Vielen Dank.
und Liebe zum Beruf haben ist immer sehr peinlich, wenn Kunden mehr wissen, aber da gehört ihr nicht dazu, dass Liebe, du hast Liebe zu Uhren. Das habe ich definitiv, die Begeisterung ist da, aber wie gesagt, manchmal erwischt man auch uns leider auf dem falschen Fuß, das muss man leider so sagen. Wow, Grüße aus Köln, heute Breitling Chronomat und UTC-Uhr aus 1989 am Arm. Cool, schön, herzlich willkommen. Was halte ich von Maurice Lacroix Icon-Uhren? Ich halte da viel von. Ich habe tatsächlich, da kommt ein Video von, ich habe es in Planung, ich habe die Uhr jetzt gerade da. Definitiv eine tolle Uhr. Ich mag die ganzen Vergleiche nicht. Ich finde, alleinstehend ist das eine tolle Uhr. Einer meiner besten Freunde aus meinem alten Job tatsächlich hat diese Uhr dieses Jahr bei mir gekauft und ich bin extrem happy. Der hat eine tolle Uhr mit einem coolen Ziffernblatt, mit einem integrierten Stahlband, also echt eine tolle Uhr. Das, in dem Video werde ich dann noch mehr zu sagen, aber ich finde persönlich, dass das echt eine tolle Uhr ist. Der Dreizeiger gefällt mir am besten, der Chrono sieht massiv aus, auch das echt cool. Sehr gutes Konzept, auch mit interessanten Sales, echt gut. Ja, Sales bestimmt auch ein Thema, ne? Dass man auch zu ja, saisonale Sales reinbringt oder so. Wir haben aktuell, spielen wir mit ein paar Ideen zum Thema Black Friday, um auch euch coole Deals zu geben, so gerade kurz vor Weihnachten. Das könnte eine gute Sache sein. Und Ehrlichkeit, ich glaube, das ist unabhängig auch vom Juweliersgeschäft eigentlich in jedem Business oder eigentlich im Leben immer wichtig, immer ehrlich zu sein. Ne? Ein Juwelier braucht für die Kunden ein gutes Glas Weißwein. Ja. Ist so, wir tatsächlich haben kein Weißwein oder auch kein Champagner. Wir sind da ein bisschen anders unterwegs. Wir trinken gerne die Tasse Kaffee mit unseren Kunden. Aber den Impuls nehme ich mit. Auch das schreiben wir uns auf. Nehme ich gerne mit. Ich bin da sehr, sehr offen für euren Input. Deswegen frage ich ja. Cool. Also, schreibt bitte gerne weiter rein, auch gerne eure Fragen, die ihr sonst so habt, wenn ihr noch über irgendwelche Themen sprechen wollt. Ich wollte euch heute vor allem eben die schicke Monaco mitbringen und auch diese, ja, sehr einzigartige Breitling Top Time, für die ein bisschen später gekommen sind, die haben wir uns angeguckt. Guckt euch gerne noch das Relive an später oder schaltet ein, wenn wir das Video dazu hochladen. Das lohnt sich, denke ich. Aber auch ansonsten, was habe ich noch am Start? Genau, ich kann euch nur nochmal sagen, tragt euch unbedingt in die Friends-List ein. Den Link werdet ihr später, vor allem für die später dabei, später einschalten, haue ich noch in die Description, damit ihr dabei sein könnt. Da kriegt ihr den Sekundenstopp, da kriegt ihr auch ein paar attraktive Deals zugeschickt. Limitierte Uhren habe ich diese Woche rausgeschickt. Da waren ein paar coole dabei. Wer es gelesen hat, kann mal reingucken. Die Olympic Edition von Omega, die Godzilla von Grand Seiko und auch eine tolle Oris. Also die Friends-List lohnt sich, da hoffe ich, dass ihr dabei seid und wenn ich zu guter Letzt noch auf den Altair Weekend Wristshot erinnern darf, ich habe eben schon einen bekommen tatsächlich, bitte denkt dran, wenn ihr einen Wristshot postet, dann nutzt den Hashtag, dann seid ihr dabei und dann findet ihr euch vielleicht schon am Montag im Sekundenstopp wieder. Jetzt zu euren Kommentaren. Ich hätte auch gegen eine familiäre Veranstaltung ein-, zweimal pro Jahr wie einen Tag der offenen Tür vor Ort mit kleinem Umdruck und Snacks nicht einzuwenden. Gebe ich dir recht. Wir haben auch sehr proaktiv an einem Event gearbeitet, haben uns auch Locations angeguckt. Wir würden das gerne ein bisschen größer machen als jetzt bei uns im Laden. Aber das ist jetzt Corona-technisch, vor allem jetzt gerade zweite Welle, nicht so möglich. Deswegen müsst ihr erstmal mit mir Vorlieb nehmen oder den eventuellen Gästen, die wir dann mit dem Livestream haben. Das ist unser familiärer Weg aktuell, aber auch da arbeiten wir dran. Wir wollen auch in Zukunft mehr mit Events. Wir wollen den persönlichen Kontakt. Je mehr davon, desto besser. Das steht fest. So. Maurice ist nett, aber keine Wertstabilität. Das hat was mit Preisgestaltung zu tun, ist ein anderes Thema. Wertstabilität, da tue ich mich eh schwer mit, da Vorhersagen zu machen. Ja, das ist immer ein zweischneidiges Schwert und ich glaube, ja, also da tue ich mir keinen Gefallen mit, wenn ich irgendwelche Aussagen zur Wertstabilität treffe. Aber da hast du sicherlich recht, bei Maurice Lacroix hast du da hin und wieder bei einzelnen Modellen Probleme. In Wien darf man nur mit Anzug in den meisten Juwelieren reingehen, leider. Ich glaube, das ist auch in Deutschland gar nicht so weit von der Realität. Also auch in Deutschland ist das so,
Ich persönlich mache da das Gegenstück. Ich habe mir jetzt extra das Hemd angezogen. Wer mich im Laden trifft, der sieht mich wahrscheinlich auch hin und wieder mal in einem schwarzen T-Shirt oder sowas. Wir sind da auf jeden Fall ein bisschen anders aufgebaut. Eben auch ein traditioneller, also familiärer Betrieb, ein bisschen kleiner. Ich weiß nicht, müssten wir das so machen, dass man diesen Anspruch hat? Wir glauben eher nein. Spätestens 2022 hätte ich gern einen coolen Kalender von euch. Ah, einen coolen Kalender. Okay, coole, guter Impuls. Auch den nehme ich gerne mal mit. Einen Kalender finde ich super. 2022, ja, wenn ich Gas gebe. Aber einen Kalender finde ich eine gute Idee. Hast du eine Lieblingsuhr? Ich muss aktuell sagen, ja, dass ich mich in diese Uhr hier verliebt habe. Ich habe mir Mitte des Jahres die Omega Aquaterra zugelegt. Beim Review ist es passiert. Das ist wie Liebe auf den ersten Blick bei der Arbeit. Das ist genau, das ist die Uhr, in die ich mich verliebt habe. Das ist meine Lieblingsuhr aktuell. Ansonsten habe ich immer wieder schöne Modelle, die ich gut finde. Aktuell finde ich die Breitling Super Ocean Heritage, die ältere Variante, nicht die mit der Lünette. Also die hat auch eine Lünette, aber die ältere Variante eben, die gefällt mir momentan sehr, sehr gut. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, hiermit bin ich extrem zufrieden. One Watch Collection, wie ich es auch im Video genannt habe, das hält für mich. Also ich habe zwar auch noch andere Uhren, aber die kriegen deutlich weniger Zeit an meinem Handgelenk und das ist für mich immer ein gutes Zeichen. Möchte mir eine Einsteiger-Luxusuhr zulegen, kann mich leider nicht festlegen, Tag Heuer Aquaracer, Hydro Conquest oder Seiko Prospex. Alles drei tolle Uhren. Das kommt ein bisschen drauf an, würde ich sagen. Also ich würde empfehlen, schreibt mir gerne eine E-Mail und dann können wir gerne dazu telefonieren. Also die haben alle ihre Vor- und ihre Nachteile. Bei der Seiko, da kenne ich mich nicht aus. Die haben wir leider nicht im Sortiment. Aber bei der Aquaracer und bei der Hydro Conquest, da gibt es für und wieder für beide. Und das kommt ein bisschen auf den Geschmack auch an. Aber das sind beide super Optionen. Ich habe heute auch noch ein Video zur Hydro Conquest tatsächlich gedreht. Die gefällt mir richtig gut als Taucheruhr. Super. Vielleicht, wenn du sie noch nicht kennst, die Conquest von Longines ist der kleine Bruder. Mehr sportstahlmäßig, das sagt mir ein Ticken mehr zu, aber die neue Hydro Conquest mit der Keramiklünette und dem aufgeräumten Ziffernblatt gefällt mir super gut. Aber ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst oder auf Instagram oder wenn du einfach ein Kontaktformular benutzt, dann kommen wir da gerne zusammen. Er sagt direkt Seiko. Ja, also da kann man sicherlich nichts gegen sagen. Als Einsteigeruhr macht Seiko auch tolle Arbeit. Markus, Kap Kun Kap, schön, dass du da warst. Liebe Grüße. Hast du Infos dazu, in welches Modell das neue vorgestellte Oris-Werk verbaut wird? Super Frage. Also Oris hat die Woche das Kaliber 400, glaube ich, hieß es, vorgestellt. Ein Manufakturkaliber mit 5 Tagen Gangreserve. Magnetismusresistenz bis 2500 Gauss, so um den Dreh, glaube ich. Also auch im Alltag super, super valide. Ich glaube, dass die in den ProPilot-Modellen vor allem die neuen Kaliber anwenden. Also zum Beispiel die ProPilot X, da haben wir auch ein Review zugemacht. Die hat auch ein sehr hochwertiges Werk bekommen, wo sie so viele Sachen getestet haben. Die hat, glaube ich, sogar 10 Tage Gangreserve. Ich kann mir vorstellen, dass die mit den Modellen starten, aber das ist nur eine Vermutung, um ehrlich zu sein. Ich kann dir nicht sagen, welche Uhr das als erstes kriegen wird. Aber cooler Factor, super schönen Manufakturkaliber von einem eigenständigen Unternehmen. Also Oris, es gehört ja nicht zu den großen Richemont oder Swatch. Finde ich an der Stelle super, dass die auch die Innovation reinbringen. Meine Frau hat 2 Rolex gekauft und sie hat Jeans getragen. Das war nur eine Ausnahme, sonst wird man schief angesehen in Wien. Okay, aber wenn man 2 Rolex trägt, dann wird das dann, oder wenn man 2 Rolex gekauft hat, dann wird darüber hinweggesehen, glaube ich. Aber ja, ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, warum man das machen sollte. Aber bei uns muss man sich um sowas wirklich keine Sorgen machen. Ja, der Micha trägt Badelatschen. Das ist cool. Das ist, genauso soll es sein. Merkt ihr aufgrund von Corona aktuell einen Engpass in der Uhrenversorgung, zum Beispiel Hinblick auf Weihnachten? Ja, also Lieferzeiten sind, das ist ein bisschen herstellerbedingt und ich bin ja auch erst seit Januar selber wirklich dabei, sodass ich da keinen Jahr-über-Jahr-Vergleich habe. Aber es gibt durchaus Hersteller, weil vor allem auch die Schweiz hatte ja einen Lockdown und die haben dann trotzdem, glaube ich, ihre Ferien komplett gemacht, sodass da teilweise Betriebe komplett geschlossen waren für längere Zeit, sodass die da teilweise nicht nachgekommen sind. Nun hat sich natürlich auch die Nachfrage ein bisschen verändert an der Stelle, aber ich glaube trotzdem, dass manche Hersteller da ein bisschen Probleme
Probleme haben, hinterherzukommen. Lieferzeiten sind relativ lang, eigentlich durch die Bank weg. Deswegen haben wir gerade, bestellen wir viele Sachen fürs Weihnachtsgeschäft, sodass, wenn ihr dann kommt, wir ja, euch bedienen können quasi, ne? Der Alex hat sogar noch mehr Ahnung, das ist mein Chef, der sagt, das neue Werk kommt in die Aquis. Topseller bei Oris, also auch da perfekt, dass das direkt in die Aquis kommt. Da kann man sich drauf freuen. Richtig gute Sache. Danke für die Info, Alex. Direkter Kontakt zum Kunden auf Augenhöhe, keine Hochnäsigkeit, hin und wieder mal ein Event und locker entspannt sein wie du. Danke. Cheers da drauf. Sinn ist toll, ehrliche, ihre mit ihrer guten Qualität, Wertstabilität haben einige limitierte Modelle, die sehr gefragt sind, ja. Und auch die nicht so limitierten, also so eine 104, das ist ein Dauerbrenner bei denen. Die 556 gefällt mir auch richtig gut, da kommen auch noch Videos zu. Aber die 104 haben wir ja schon mal vorgestellt, also das sind echt, echt klasse Uhren. Sale, the customer, not the outfit. Ich trage Heavy Metal Shirts, yes, stark, herzlich willkommen. Markus, super, finde ich richtig gut, das ist sympathisch. Bei uns bist du definitiv mit Heavy Metal Shirts willkommen, immer willkommen. Schön, dass du da bist, das freut mich sehr. Wirst du es morgen sehen? Ja, wir sehen uns morgen tatsächlich, ich freue mich drauf. Die Uhr wartet schon auf dich, super. Die Godzilla sieht mega aus, aber eine Uhr mit Haifischleder kaufe ich nicht, sowas unterstütze ich nicht. Alles klar, angekommen. Ich gehe bewusst immer nur in Jeans und Sweatshirtjacke zum Konzi, um zu sehen, wie sie mich behandeln, wenn mich dann wie ein aalglatter Geschäftsmann mit Anzug, Krawatte erscheint. Ja, muss man dann mal austesten. Du meinst Feierabend, Kölsch, Bier ist was anderes. Yes, die Diskussion, da gehe ich gar nicht in die Diskussion. Ich trinke das Feierabend, Kölsch. Mir schmeckt's und das zählt. Super. Schön, dass ihr dabei wart, Leute. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Schön, dass wir noch so eine rege Diskussion hatten. Und ja, erholt euch gut. Wir sehen uns nächste Woche. Ich lade morgen auch ein Video hoch. Mal gucken, was es wird. Aber freue mich, wenn ihr einschaltet. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Und ja, bleibt gesund, passt auf euch auf und macht's gut. Bis dann, euer Benedikt.